Hallo Leute, da ist der Stefan von Outdoor Kimga. Heute mal mit einem anderen Thema zur Katastrophenvorsorge, das man aber auch berücksichtigen sollte. Und zwar sind es Infektionen, Epidemien, Pandemien. Kann immer mal vorkommen. Jeder kennt die Grippewelle jährlich, also es trifft uns immer mal wieder. Und ganz aktuell ist in China ein neues Virus entdeckt worden, das sich bereits auf mehrere Länder ausgebreitet hat, was also durchaus möglich ist, dass das auch mal bei uns irgendwo aufschlägt. Ich werde euch in diesem Video zeigen, dass es auch trotz der modernen Medizin uns treffen kann. Hat man 2009 bei der Schweinegrippe gesehen, wo rund ein Drittel von uns mit der in Kontakt kam. Und ich werde euch auch zeigen, warum Niesen das Gefährlichste an dem Ganzen ist, wie wir niesen. Die meisten niesen ja nämlich so. Und das ist absolut scheiße für euch selber und für ganz viele andere. Wenn ihr wissen wollt, ob uns das treffen kann, wie schnell sowas gehen kann und wie ihr euch effektiv ganz einfach davor schützen könnt, bleibt einfach dran. Ein Punkt, den also jeder von uns in seiner persönlichen Katastrophenvorsorge mit berücksichtigen soll, und das Schöne ist, 95% der Punkte haben genau gleich mit einem Blackout in der Vorsorge. Ist mir das ganz gut. Es kann uns also jederzeit treffen, weil diese kleinen Scheißdinger sind so klein, dass man es eben nicht sieht. Und jeder weiß, eine Grippewelle kommt fast jährlich. 2009 zum Beispiel sind ein Drittel der Weltbevölkerung mit der Schweinegrippe in Kontakt gekommen. Das heißt, die waren in einem Raum, wo vielleicht die Schweinegrippe gerade auf der Virus gerade auf Lauer gelegen ist. Haben sie vielleicht nicht angesteckt. Oder sie haben Maßnahmen ergriffen, dass es nicht erwischt hat. Oder sie haben eine Türklinke, die vielleicht 2 Tage vorher einer berührt hat, der ebenfalls mit dem Virus infiziert war. Auch sowas kann passieren. Gott sei Dank für uns war das Ding nur sehr wenig tödlich. Das heißt, in Deutschland gab es nur 13 Tote. Deswegen war es nicht ganz so schlimm. Und es geht verdammt schnell, sich anzustecken, auch mit der Grippe, also mit der Influenza. Einkaufswagen, ihr gelangt sie. Wir haben vorher hat vielleicht einer den Einkaufswagen in der Hand gehabt, der infiziert war, der vielleicht falsch genießt hat. Aber da kommen wir gleich drauf. Wechselgeld gibt es hier drüber. Der gibt jemand die Hand, klar, zur Begrüßung. Im Zug hustet jemand, im Bus hustet jemand. Bei Husten fliegen die Partikel, die Tröpfchen, bis zu 4 Meter weit und pro Husten kämen 2000 Tröpfchen raus, die alle Viren verseucht sind. Ihr gebt jemand eine Zigaretten, was macht der? Der gelangt in die Zigarettenschachtel rein und holt es mit den Fingern raus. Wenn der infiziert war und ihr nehmt die nächste raus, habt ihr es direkt im Mund. Türklinke. Manche Viren überleben auf Türklinken 3 Tagen. Das heißt, es kann sein, ihr geht halt zum Metzger, dann schaut mal, wie viele Leute gehen da am Tag durch die Türklinke. Wenn ihr dort hingelangt, habt ihr von den letzten 3 Tagen, wahrscheinlich von mehreren hundert Leuten, alles drum, was die an die Hände haben. Und das ist bei allem so, Supermarkt, Bäcker etc., egal was man anlangt. Öffentliche Toiletten, auch ein Hort. Und das Schlimmste sind eigentlich die Leute, die sich danach nicht die Hände waschen. Weil die gefährden sich selber ganz massiv und was noch viel schlimmer ist, die gefährden auch viele andere. Machen wir einfach das Beispiel, ihr geht an die Toilette, jetzt gebt die Türklinke von der Toilette runter. Da hat vielleicht 2 Tage vorher jemand draufgesessen, der infiziert war. Also habt ihr die Viren hier an der Hand. Wenn man dann auch wieder rausgeht und wascht sich die Hände, da kommen wir später drauf, sind die Viren weg. Wascht man sich aber nicht die Hände, hat man die Viren dran und was macht man? Man macht die Außentür vom Klo auf und damit ist die kontaminiert. Und der Nächste wascht sich vielleicht die Hände, ist virenfrei, gelangt an den Türgriff, zack und hat die Viren wieder dran. An sich ist es ja nicht schlimm, weil unsere Haut ist Barriere und solange ihr nicht so wie ich hier so ein paar Wunden habt, kann euch eigentlich nichts passieren. Aber was ist das Problem? Bis zu 1000 Mal am Tag klang er mir ins Gesicht, in die Augen, in die Nase, irgendwo in den Mund was abwischen und schon haben wir die Bakterien bei uns im Körper. Es geht auch noch weiter, es können auch mal Viren, Bakterien sein, die eben ausgesetzt werden. Der Generalbundesanwalt warnt vor Angriffen mit Biowaffen, zum Beispiel mit Viren und Bakterien. Auch sowas kann passieren. Oder, wie man es 1979 hat, die Russlandgrippe, die nachweislich aus einem Biolabor
rauskommen ist. Auch sowas kann uns noch passieren. Dort stecken wirklich schlimme Sachen, weil die müssen ja erforscht werden. Wenn dort so ein paar Viren rauskommen, ja, dann ist die Kacke am Dampfen. Schauen wir uns doch mal das Beispiel von der Schweinegrippe an. In Mexiko wurde ein 5-Jähriger infiziert und innerhalb von 6 Wochen war die Schweinegrippe in 29 Ländern verbreitet. Die WHO erklärte den Notfall. Das ging bis zur Pandemie-Warnstufe 6 in 70 Staaten. Das ist mit Abstand die höchste Stufe, die es gibt. Stufe 6 Pandemieperiode heißt, ein Virus wird weltweit in der gesamten Bevölkerung von Mensch zu Mensch übertragen. Das ist die höchste Gefahrenstufe, die es gibt. Die USA hat zum Beispiel an ihre Bevölkerung Millionen von Gesichtsschutz etc. verteilt. In Deutschland waren es 53.000 bestätigte Infektionen und 13 Tote. Es waren wahrscheinlich nur Hunderttausende von Unbestätigten, weil die nicht sich bei jedem gleich auswirkt. Bei manchen war halt das ein normaler grippaler Infekt, kann euch auch getroffen haben und ihr habt es gar nicht mitgekriegt eigentlich. Weil die war jetzt nicht so stark, das Ganze. Und er war halt auch nicht sehr tödlich. Aber mittlerweile geht man davon aus, dass sich 90% der Weltbevölkerung in Kontakt mit diesem Virus kommen. 90%. Also in Deutschland mit Sicherheit jeder. Wäre das jetzt zum Beispiel Ebola gewesen, dann wäre die Kacke richtig am Dampfen gewesen. Aber richtig. Ebola ist ja da viel, viel gefährlicher und der letzte Ausbruch war 2014, 2015. Aber jetzt kann man nicht sagen, ja, aber doch nicht bei uns in Europa. Naja. Eine Krankenschwester in dem Ebola-Gebiet, die dort Patienten gepflegt hat, ist heimgefahren, wurde noch untersucht, alles war wunderbar. Sie ist also geflogen über Casablanca nach London und dann nach Glasgow. Und erst danach haben die Symptome aufgetreten und man hat festgestellt, oh, die Frau hat Ebola. War aber an diese 3 Flughäfen, war dort wahrscheinlich auf der Toilette, saß neben jemand im Flugzeug. Ebola hat eine Inkubationszeit von 2 bis 21 Tage. Und überlegt euch mal, wie viele Leute ihr in 21 Tagen trefft, wie oft ihr in 21 Tagen irgendwas anlangt, wo andere Leute auch drauf zugreifen. Türklinken etc. Und deswegen ist die Gefahr, dass dort was ausbricht, natürlich sehr hoch. Die war Krankenschwester, die hat gewusst, wie sie sich zu verhalten hat. Und das war wahrscheinlich das Glück für die Leute. Wäre das ein normaler gewesen, der vielleicht dann so hustet und dann noch schön alles angelangt am Flugplatz, hätte man vermutlich ein anderes Problem gehabt. Flughäfen sind übrigens der Hort für Epidemien auf der Welt. Hier kommen von alle die Leute zusammen, auf engstem Raum, nebeneinander, fast Körper an Körper im Flugzeug, vor allem bei den Billigflügern. Da sitzt ja wirklich so da, also du berührst dich quasi. Und wenn dort einer niest, dann geht das über natürlich, trifft das ganz viele Leute. Und die Leute gehen dann ganz weit auseinander. Der eine fliegt nach Hongkong, der andere nach Amerika. Und wenn die Infektion mitgenommen ist, dann habe ich es schon in die anderen Länder. Deswegen kann uns auch China treffen. Da kommt vielleicht jetzt jemand, Messe, Nürnberger Messe zum Beispiel, IWA bin ich ja wieder. Und da stehen auch viele aus China, Japan, sonstige Firmen da. Und die begrüßen die Leute natürlich schön und mit Handschlag, alles wunderbar. Hat der aber dieses Virus, dann verbreitet sich es massiv in Deutschland, weil dort sind die Leute aus ganz Deutschland da. Also, ja. Und deswegen ganz wichtig hier, Hände waschen ist mit das Wichtigste bei dem Thema. Da kämen wir aber gleich mal mit drauf. Was übrigens auch noch passieren könnte, es werden immer mehr Moskitos in Deutschland eingeführt, die auch Viren enthalten. Im Übrigen war das Ebola-Virus auch in Deutschland tätig. Also tätig in Anführungszeichen. In Isolierstationen in Hamburg. Die Leute haben quasi, der Flieger war halt speziell ausgekleidet, damit nichts passieren kann und wurden dann vom Flughafen zu den Krankenhäusern in Hamburg gebracht. Das gleiche gab es in Frankfurt und das gleiche gab es in Leipzig. Das heißt, das Ebola-Virus könnte theoretisch nebenbei auf der Straße gefahren sein, natürlich unter extremen Schutzmaßnahmen, damit hier nichts passiert, aber es war in Deutschland. Im Übrigen gab es auch in Italien das gleiche, dort ist auch ein Pfleger aus dem Ebola-Gebiet zurückgekommen und was ist passiert? Genau, das Gleiche. Aber auch der hat gewusst, was er tun soll, der hat ein paar Maßnahmen ergriffen und deswegen gab es dann keinen Ebola-Ausbruch. Gibt es denn jetzt eigentlich einen Schutz davor? Ja, den gibt es. Fangen wir zuerst mal, wo kommt denn ein Virus in unseren Körper rein? Die Haut ist eine sehr gute Barriere, da kommt eigentlich normalerweise nichts durch. Aber, wenn wir Wunden haben, zum Beispiel so wie hier bei mir,
können sie dort reinkommen. Wo kommen aber die Viren rein? Mund, Nase, Augen, Ohren. Sperma ist auch noch so ein Punkt. Wenn ich jetzt angenießt werde, dann habe ich die Tröpfchen hier im Gesicht, die kommen in meinen Mund, die kommen in meine Augen. Deswegen, wenn ihr einen reinen Mundschutz aufhabt, das ist, was viele immer machen, wenn die jemanden annisst, dann hast du das in die Augen drin, bist genauso betroffen. Ihr wisst ja, grippale Infekt oder Grippe ist brutal ansteckend. Beim Niesen, Husten oder Sprechen gelangen kleinste Tröpfchen raus und die können reichen schon, um jemand anders anzustecken. Die allerdings die häufigste Fehler, der gemacht wird, ist das Niesen. Was macht man? Ich kann jetzt nicht niesen, aber man hebt die Hand davor hin. Warum macht man das? Damit es eben nicht 3 Meter auseinander geht. Problem ist aber, wenn ich richtig niese, geht es hier und hier vorbei. Bringt also nur sehr bescheiden was. Und wo ist das zweite Problem? Die ganze Hand ist kontaminiert. Und mit der gelange ich wieder irgendwo hin. Und da gelangt der nächste hin und schon bin ich quasi wieder so weit, dass der nächste infiziert worden. Also Türklinken, Haltegriffe, Treppengeländer, ähnliche Gegenstände. Überall, wo halt mehrere Leute hingelangen. Und der nächste gelangt dann irgendwann wieder im Mund, wischt sich ab, wischt sich in die Augen, zack, und schon ist er infiziert. Also wie gesagt, so Schmier-Ding, wenn jemand hingelangt, bis zu 3 Tage kann also so ein Virus dort überleben, je nachdem. Und das ist, das kann uns treffen. Wie niese ich den also richtig dann? Ich niese nicht so, sondern hier in den Arm. Punkt A, da geht nichts mehr vorbei, weil dann ist dicht. Und Punkt B, dann habe ich hier die Viren. Damit komme ich aber nirgendwo hin. Ich mache ja nicht so an der Tür, sondern ich lang mit der Tür mit der Hand an. Also ist hier das zwar dort, aber ich verbreite es zumindest mal nicht. Solange ich nicht da dann irgendwie so rum tue, muss man natürlich auch wieder achten. Aber es ist definitiv besser als dieser hier. Und das ist für mich der größte Fehler, den wir eigentlich machen, warum so Pandemien so leichtes Spiel bei uns haben. Ein weiterer Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Wasser kann Viren enthalten. Es gab zum Beispiel einen bayerischen Badesee im letzten Jahr, da war der Norovirus, der ist ins Wasser gekommen. Und wenn man den nur einatmet, also wenn die Wasserdämpfe man nur einatmet, dann haben plötzlich die ganzen Leute krank geworden. Und dieser Norovirus kann sich bis zu 25 Tage in diesem warmen Wasser aufhalten. Ja, lecker. Bei der Grippe ist es genauso, wenn man sich angesteckt hat, kann man noch eine Woche danach ansteckend sein. Obwohl man vielleicht schon wieder genesen ist und sagt, alles gut, man ist aber trotzdem vielleicht noch ansteckend, gerade wenn auch Leute haben, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Als die Miri damals zu mir gezogen ist und die Miri ist Krankenschwester, gab es bei mir einige dramatische Änderungen. Also nicht nur, dass sie jetzt bei mir gewohnt hat, sondern auch was Hygienemaßnahmen betrifft. Also zum Ersten, wenn ich heimkomme, ist es Pflicht, die Hände zu waschen, bevor ich allzu viel berühre. Warum? Alle Viren, die ich mitgebracht habe, werden dadurch einfach abgewaschen. Das ist mal Punkt A. Das Zweite ist, wir laufen daheim nur mit Hausschuhe rum. Warum? Damit man nicht quasi wenn jemand niest, sind ja diese Virenbakterien ja am Boden. Wenn ihr mit den Schuhen draufsteigt, dann habt ihr die da unten dran, die halten sich bis zu 3 Tage da auf und die bringt ihr schön in die Wohnung mit rein. Und deswegen berühre ich mir eigentlich den Boden gar nicht, sondern ich steige direkt von die Schuhe in die Hausschuhe. Dann haben sie vielleicht unten an die Hausschuhe, aber sie bleiben am Boden und kommen nicht hoch zu mir. Weil die springen ja nicht durch die Gegend, sondern die liegen halt dann dort unten rum. Also das war schon mal ein Punkt. Es gibt dazu ein wunderschönes Blatt von der BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist dieses hier, das werde ich einblenden. Und da gehen wir jetzt mal die wichtigsten Punkte durch. Das erste ist tatsächlich das Wichtigste, regelmäßig Hände waschen. Jeder hat das noch gehört, vor dem Essen Hände waschen. Und das ist tatsächlich so. Weil beim Essen gelange ich irgendwo mein Semi und mein Sonstiges, dann habe ich die Viren an der Semi und damit im Mund. Wenn Sie nach Hause kommen, habe ich schon gesagt, vor oder während der Zubereitung von Speisen, auch ein wichtiger Punkt, wenn ich Speisen zubereite und ich bin infiziert, ist meine ganze Familie infiziert. Vor der Mahlzeit, haben wir auch gerade gesagt, nach dem Besuch der Toilette, haben wir auch schon durchgegangen, nach dem Nasenputzen, Husten oder Niesen, auch da, gerade wenn ihr zugemacht habt, dann sollte ich mir die Hände waschen, weil wenn ich dem Nächsten die Hand gebe, dann ist der da voll mit dabei. Nach Kontakt mit Tieren. Wie wasche ich mir denn aber richtig die Hände? Nicht nur so pfff und das war's, sondern Hände unter fließendes Wasser halten, dass sie nass sind, dann mit Seife einreiben,
20 bis 30 Sekunden lang mit Seife einreiben und danach kräftig unter fließendem Wasser abwaschen und dann sauber abtrocknen, weil bei Feuchtigkeit leben manche Bakterien sogar noch länger. Wichtig dann auch, gewöhnt euch an, die Hände aus dem Gesicht rauszuhalten. Das ist auch so ein Grund, warum man, wenn man jetzt die AIDS-Handschuhe anhat, wenn man da ins Gesicht geht, das ist unangenehm, das merkt man. Könnte man vielleicht mal so üben. Schaut, dass ihr möglichst das reduziert, dass ihr möglichst wenig im Gesicht habt. Oder bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich im Gesicht was machen muss, dann mache ich zum Beispiel diesen hier, also mit der Rückseite von der Hand, weil damit habe ich ja nichts angelangt, sondern da habe ich nichts. Also sollten da eigentlich keine oder nicht so viele Bakterien und Viren sein. Richtig husten und niesen, habe ich auch schon gesagt, Armbeuge niesen ist am gescheitsten. Abstand halten. Im Krankheitsfall auch ganz wichtig, wenn ich merke, da niest einer, dann gehe ich da nicht hin, sondern dann bleibe ich im Abstand, wenn es irgendwie möglich ist, das ist nicht immer. Wunden schützen, sehe ich die Wunden, wie ich hier quasi habe, eigentlich normal sofort mit einem Pflaster abdecken. Sollte ich noch tun. Gut, auf ein sauberes Zuhause achten, ist auch klar, dass man hier vielleicht dann einmal, gerade wenn einer Norovirus gehabt hat und der ist aufs Klo gegangen, dann wird bei uns das Klo danach desinfiziert, logischerweise. Und zwar mit einem Desinfektionsmittel, das auch Viren kann und auch den Norovirus kann. Das kann nämlich nicht jeder. Und sonst ist nämlich die ganze Familie angesteckt. Wir haben öfters was, dass einer von uns was hat, aber der andere kriegt es nicht. Gerade Lebensmittel, hygienisch, Geschirr und Wäsche heiß waschen. Also gerade Wäsche zum Beispiel, wenn ihr hier die ganze Zeit so gemacht habt, wäre es natürlich gut, wenn ihr die bei 60 Grad wascht, um auch hier die Viren wieder abzutöten, weil sonst haben die einige Tage an der Jacke und irgendwann schleift man mal so vorbei, so putz und tschack und schon hat man es wieder. Und auch ein wichtiger Punkt, regelmäßig lüften. Man hat festgestellt, dass sich Bakterien und Viren gerade bei trockener Luft sehr viel schneller verbreiten, als wenn es normale Luft drin ist und deswegen möglichst oft lüften. Also das waren jetzt ein paar so Sachen, die man immer machen sollte, vor allem im Winter wichtig, dann kommt man vielleicht den grippalen Infekt aus. Bei mir funktioniert das seit Jahren sehr gut, seitdem ihr bei mir im Haus ist, bin ich eigentlich nur ganz selten nur krank, weil ich immer ein paar Sachen beachte. Wenn es jetzt aber eine Ebola-Epidemie ist oder was Größeres, dann wäre es wichtig, so weit es geht, daheim zu bleiben. Wenn ihr Krankheit auch nicht in den Arbeitsplatz fahren, weil ihr steckt damit ja alle Kollegen ab, logischerweise. Freilich, man meint, oh, ich muss in die Arbeit, das hilft nichts. Aber wenn dann plötzlich 5 Kameraden krank sind, hast du halt ein richtiges Problem. Draußen, das sieht man in China oft, die tragen da einen Mundschutz. Und hierzu wäre wichtig auch noch eine Schutzbrille. Habe ich jetzt leider, ja, zum Beispiel sowas. Könnte man hier machen. Diese Schutzbrille hat den Vorteil, die ist relativ außen zu. Und damit bin ich schon mal ziemlich safe, sagen wir es mal so. Wenn es dann wirklich mal der Extremfall wäre, es gibt auch im Baumarkt, oder ich gebe euch einen Link unten, so ABC-Schutzanzüge. Die schauen aus wie so ein Maleranzug. Und wenn dort eben Viren hinkommen und dann haben die außen dort und ich ziehe den dann vor der Haustür aus, dann bleiben die Viren draußen. So einfach ist das. Den muss ich, dieser Einmalanzug, kann ich natürlich nicht wiederverwenden, aber kostet, glaube ich, 6, 7 Euro oder sowas in die Richtung, ist das also jetzt nicht so dramatisch. Schuhe daheim, wenn es jetzt wirklich wäre, würde ich euch empfehlen, bevor ihr in die Wohnungstür reingeht, ein Desinfektionsmittel hinstellen und die Schuhe desinfizieren, gerade unten an der Sohle. Dann natürlich einwirken lassen, eine Minute oder je nachdem, was drum steht, und dann erst die Wohnung betreten. Oder die Schuhe am besten gleich draußen stehen lassen. Damit haben wir das Problem auch schon mal gelöst. Wenn ich merke, dass euch dieses Thema interessiert, kommt beim nächsten Video vom Bundestag ein Bericht zum Thema Modisaus. Da haben wir also mal, was würde bei einem Epidemieausbruch in Deutschland tatsächlich passieren, wenn einmal richtig kritischer, so wie 2003, der SARS-Virus zu uns kommen würde. Wie viele Auswirkungen, wie viele Tote haben das? Also ich kann schon mal sagen, es sind gerechnet 7,5 Millionen Tote, also das wäre eine ganze Menge. Gut. Das war's wieder von mir. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren, würde mich freuen und auch die Glocke betätigen, dann kriegt ihr auch mit, wenn das nächste Video zu dem Thema kommt. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.